Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 218 von Avorion. Ja, letztes Mal haben wir das letzte Teil von diesen achten gekriegt mit den zwei Kratzern und das müssen wir jetzt dann in den Sektor reinbringen, wo diese Asteroidenformation ist. Da müssen wir diese Runde hinfliegen und müssen dann schauen, dass wir da weiterkommen, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro halten wir da mal Ausschau nach. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier. Es ist nur die Frage, wie kommen wir am schlauesten oder am klügsten in die Richtung? Wir wollen mit diesen drei Schiffen eigentlich vielleicht hier mal hin, ne? Hier ist, glaube ich, dieser Ring. Das heißt, könnte hier lang fliegen, von da, aber Verbindungswege sind jetzt gerade nicht so prickelnd, glaube ich. Das heißt, wir können eigentlich nur diese drei zusammen darüber ziehen dann, ne? Aber diese hier, die Lady zum Beispiel, ist ja jetzt nicht so prickelnd ausgerüstet, dass man sagen könnte, jo, flieg da mal hin. Und der Traveler wahrscheinlich genauso, wenn ich hier schon 74%ige Chance auf den Hinterhalt. Warte mal, wir sind aber jetzt gerade in einem Bereich, wo es ein Dingens gibt wahrscheinlich, ne? Zu Lady wechseln machen wir mal. Manche Waffen können Schilde durchdringen. Es gibt Subsysteme, die deine Schilde undurchdringbar machen. Okay. Gibt immer was dagegen, ne? So, jetzt hier. Ausrüstungsdock. Ne, so. Und. Boah, 112 Kilometer, Alter, ey. Das bedeutet so. Und den wieder ausmachen. Und wo ist jetzt das Ausrüstungsdock? Da. Steht da jetzt auch Docken? Ich hoffe es, ne? Ja, steht Docken auf jeden Fall. So, der dockt da erstmal an. Dann sind wir damit erstmal durch. Gehen dann in den zweiten. Ich glaube, das war der Albatros, genau. Bei dem müssen wir nämlich das gleiche in grün machen. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir Systeme reinkriegen, damit die ein bisschen gescheit Waffen haben, ne? Weil das war ja alles unterdimensioniert, glaube ich, ne? So, das. Da. Den schließen und... Haben wir irgendwo... dann muss es hierbei sein. Da ist es doch. Gut, haben wir auch. So, dann gehen wir wieder in unseren Traveler. Zu Traveler wechseln. Der ist ja angedockt. Da können wir auch noch gerade reingucken, was es da gibt, ne? Ne, das war die Forschungsstation. Aber da vielleicht gibt es in dem Sektor ja auch noch ein Dingens. Ausrüstungsdock da. Und da müssen wir dahin fliegen. Auch sehr weit. Machen wir mal gerade. Was steht da? Es gibt ein Schiffswerft in diesem Sektor. Das Signal wurde zerstört. Oh. Die Station war jetzt gerade so ein bisschen im Weg, ne? Okay. Naja. 9000 Punkte. Schon eine Hausnummer, ne? Einfach mal los ist nicht. Da hätte ich mal aufpassen müssen, ne? Können wir mal gerade gucken, ob wir da was reparieren müssen, aber sieht nicht so aus, ne? Steht da, du wurdest vor kurzem schon mal spielst, also ich habe die Pause 5 Sekunden auf, um die, okay. Ah, das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich, naja, noch nicht, eine Sekunde fehlte noch. Jetzt können wir es reparieren. Und jetzt gehen wir wieder in diesen Modus, gehen dann dahin, schließen dieses Fenster und springen dann zu dem da. Gut, dann haben wir das. Gehen gerade auf die Karte und wir waren, glaube ich, hier bei der Lady als erstes. Die ist ja vielleicht schon da, dann springen wir mal zur Lady rein. Gucken, wie weit die ist. Okay, die Lady muss noch einiges fliegen und noch viel zu weit fliegen, ey. Das heißt, wir können mal gucken, wir haben ja hier vorne auch schon zwei Schiffe oder sowas, ne? Ja, da. Insektor wechseln. Ja, okay, ist egal. Gucken wir da erstmal rein.
Schauen wir mal, was da vorne geht. Dieses Schiff ist auch wieder mal zu schwach. Ne, das war falsch. N wollte ich gucken. Gibt es hier eine Waffenfabrik? Aber da muss ich ja die Ressourcen anliefern. Das will ich ja gar nicht. Das heißt, wir gehen mal hier hin und gucken mal nach dem Ausrüstungsdock. Ah, okay. Wir müssen da erst hin. Okay, der kann da schon mal dann direkt dahin fliegen. Ne? Koordinaten in Navigationscomputer eingeben. Und wir müssen dahin. Dann fliege ich mal dahin. Lädt auf. War da nicht. Ja, alles gut. Läuft. Springen wir in den Sektor, ne? Mit dem Ausrüstungsdock. So, nee, das war falsch, das ist richtig. Ausrüstungsdock markiert, den ausmachen und das ist da unten rechts. Dann flieg du mal dahin und ich gehe nochmal hier hin und gucke, was der Craft macht, oder? Nee, als Reiter 3 ist es. Dann wechseln wir da rein. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir da mit dem auch irgendwo hinkommen. Aber eigentlich ist der gleiche Weg, ne? Hätten wir eigentlich auch anders lösen können jetzt. Der ist ja auch Pillepalle, ne? Ja, jetzt geht hier noch eine Karte nach da. Na komm, weißt du was? Wir fliegen mal durch das Tor und gucken, wo wir rauskommen. Was ist denn das für ein Tor? Ost, Nord, Osttor. Ja, das müsste ja schon die Strecke sein. Da gab es auf jeden Fall noch eine Verbindung, ne? So. Jetzt sind wir hier. Und was gibt's hier? Reparatur, Ressource und Handelsposten. Ah, dann können wir. Obwohl, Ausrüstungsdruck ist angegangen. Ja, da müssen wir hier jetzt hin. Das bedeutet, dass wir ja das nehmen und wo ist das Ausrüstungsdock jetzt? Da? Ja, das nehmen. 69%, wir gehen allen Gefahren aus dem Weg mit 11. So, ist der andere schon da? In Sektorwechsel. Schauen wir mal, was da so los ist, ne? Das große Schiff ist also schon da, oder das große Baugerüst, sagen wir es so. Ja, dockt gerade an, das ist ja schon mal gut. Ausrüstung handeln. Waffen. Schön, Kanonengeschützturm, das dürfen wir leider nicht. Ich kaufe die mal alle auf, die jetzt bis blau sind. Der geht leider nicht. Und hier haben wir dann noch auf den Hyperraum, Frachtraumerweiterung, Hyperraum, Traktor, Tiefen. Das Geschützkontrollsystem ist in weiß, das ist zu schwach, das brauchen wir jetzt nicht machen. So, da einmal weg. Und gucken wir auf die Karte. Der andere fliegt noch hier hin und wir können jetzt mal hier am Rande der Galaxie sozusagen Koordinaten eingeben und suchen gehen, oder? Weil wir müssen ja noch diese Formation finden, ne? Jetzt müssen wir die Formation haben.
So, hier gab es eine Markierung, aber ein Wrack gibt es hier. Nur ein Wrack gibt es hier, oder was? Kann ich mit dem Wrack interagieren? Ne, ne, ne. Keine Ahnung, warum hier jetzt ein Wrack ist. Ja, okay, das hilft uns nicht weiter. Nächsten Punkt da rein. Und ist natürlich auf der anderen Seite, ist klar. Sprungroute ist berechnet. Hyperraumantrieb läuft. Springen wir einen Sektor weiter und gucken, was da drin los ist. Hier sieht es jetzt auch nicht nach so einer Formation aus. Hier liegt wahrscheinlich irgendwo ein Container. Und mehr auch nicht. Obwohl, da ist irgend so ein Feld. Was ist denn das für ein Feld? Hm, keine Ahnung. Oh, warte, da ist was Gelbes. Ach so, das ist ein Material. Okay. Dann sind wir hier über. Da blinkte gerade was. Zack, da einspringen. Nee. Da unten ist es. Dann springen wir jetzt da ein. Also drehen und rollen ist top, ne? Bremsen ist nur schwierig. Trägheitsdämpfer fehlen. Wir müssten eigentlich dann auch mal gucken, was die anderen machen, ne? Das sieht jetzt auch nicht nach einer Formation aus. Können natürlich mal gerade gucken, ne? Ah, nee, hier nicht, sondern hier und da. Vielleicht gibt es einen Hinweis darauf. Tja. Da gibt es doch keinen Hinweis drauf. Der fliegt immer noch dahin, okay. Mal Koordinaten ein, aber wir werden jetzt noch mal auf die Karte gehen und schauen, wo die anderen drei sind. Waren die das hier? Ne, die müssen weiter südlich sein. Wenn es denn südlich ist. Traveler sollte schon längst da sein, oder? Mann, 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 Mann. Starten. Lady fliegt. Erstmal dahin. Nee, dann dahin. 8% können wir mit leben. Und das ist jetzt hier der Albatros. Fliegt dahin. Ah, starte mal, egal. Auch wenn der Sektor gerade daneben war. Ja, ich glaube, wir machen das mal so, dass ich schaue, dass wir offline ein paar Kanonenwaffen kriegen. Und dass ich dann weiter dazu komme, die zusammenzurotten, die Schiffe. Und dann suchen wir das Tor oder diese Asteroidenformation, um das Tor zu machen. Das werde ich dann wahrscheinlich offline machen.
Da wisst ihr erstmal Bescheid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr... hier ist nichts. Aber das ist klar, ne? Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich jetzt auch nicht mehr, ne? Aber ihr macht auf jeden Fall ein Abo und ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben und das Video auf anderen Kanälen teilen wäre auch ganz nett. Und was hatten wir noch? Glocke anmachen solltet ihr vielleicht noch, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Ja, ich glaube, das war's dann schon, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.